Los geht's. Ella. Du kommst gerade rechtzeitig. Eine Frau in Stroma braucht deine Hilfe. Was kann ich tun? Wenn du ihr hilfst, können wir Persephones Griff um das Elysion lockern. Was ist so besonders an ihr? Sie ist eine Rednerin, die bereit wäre, sich Adonis' Rebellion anzuschließen. Adonis hat zwar schöne Lippen, doch ihre Eloquenz wird das Volk inspirieren. Das klingt, als könnten wir sie gebrauchen. Ich komme bald wieder. Flügel des Hermes sind? Da ist sie ja. Ist ein Paradies, erschaffen von ihrer Majestät Persephone persönlich. Kein Mensch sollte es verlassen wollen, denn im Elysion mangelt es uns an nichts. Wer bist du? Wer schickt dich? Hekate sagte, du könntest Hilfe brauchen. Schweig! Wenn die Menschen glauben, dass ich mit Hekate im Bund stehe, ist meine Karriere beendet. Sag mir einfach, was ich tun soll. Befreie die Dorfbewohner, die in Persephones zerstörtem Tagtraum gefangen sind. Mein Sohn Theron arbeitet dort gegen seinen Willen als Wache. Es ist, als würde Persephone seinen Verstand kontrollieren. Kannst du ihm helfen? Ich sehe, was ich tun kann. Τι σύλληψη και θυσία άλλης απολυστής. Εχεάθη πολλήν κοσμήματα εις την αγορά.
Hier werden sie besonders wachsam sein.
war doch ein Mensch. Ich seh mal nach. Sieg! Erhebt euch! Persephone hat keine Macht mehr über euch.
Stadt. Du bist zurück. Wo ist mein Theron? Ich habe ihn von Persephones Einfluss befreit. Er unterstützt Adonis Rebellion. Wie wunderbar. Ich wusste nicht, dass es ein Heilmittel gibt. Was ist mit den anderen Bewohnern? Sie haben es sicher zu Japetos Ruinen geschafft. Dort wirst du sie finden. Wie versprochen, schließe ich mich den Rebellen an. Soll ich eine Nachricht überbringen, sobald ich bei ihnen bin? Sag ihnen, dass Adonis sie in die Freiheit führen wird. Nur ihm sind ihre Interessen wichtig, nicht Persephone. Ich werde deine Worte überbringen. Ich danke dir für deine Hilfe. Die Silberzunge ist dabei, der Rebellion zu helfen. Sie wird neue Rekruten bringen. Adonis wird zufrieden sein. Wichtig ist, Persephone die Macht zu entreißen. Verschwende deine Zeit nicht mit den Gefühlen dieses Mannes. Oder empfindest du etwas für ihn? Adonis ist ein Freund. Mehr nicht. Sieh zu, dass es so bleibt. Was geht dich das an? Göttliche Liebesbeziehungen enden niemals gut, sobald Sterbliche ins Spiel kommen. Halte dich von ihnen fern. Konzentrier dich. Eine junge Frau leidet furchtbaren Kummer. Sie wird der Rebellion helfen. Aber nur, wenn wir sie heilen können. Leider hat Persephone vor langer Zeit das Wasser verboten, das sie heilen könnte. Den Rest hat sie vernichtet. Zumindest glaubt sie das, nehme ich an. Es heißt, jemand verbarg eine letzte Phiole in einer Höhle, abseits von Hypnos Weg. Finde sie und bring sie der Frau. Warum sollte Persephone dieses Wasser verbieten? Ihre Gier nach Macht ist ins Unermessliche gestiegen. Wichtig ist, dass die Sterblichen des Elysions bekommen, wonach sie sich sehnen. Welche Krankheit plagt diese Frau? Das Schlimmste, das Sterbliche im Elysion befallen kann. Ein gebrochenes Herz auf alle Ewigkeit. Sie hat Liebeskummer. Du weißt nichts von der Trauer nach dem Tod. Sie verfolgt die Sterblichen so viel stärker als auf der Erde. Ich kehre zurück, sobald das Wasser überbracht ist. Vergiss nicht, es ist verboten. Niemand darf sehen, wie du es in die Villa in Adonis Gärten bringst.